wenn sie mal aus dem Krieg kommen würden. Oder die greifen das an und die können das Hauptgebäude angreifen. So, und wieder Gebäude angreifen. Und die greifen in der Zwischenzeit das Haupthaus an. Gleich nochmal einen Krieger raus. So, den fangen wir ab. Aber das stört echt diese Person, die rauskommt, weil die ganze Zeit irgendwie weg sind. Ich versuche das Gebäude zu zerstören. Und die kriegen jetzt gar nicht mit, dass sie angegriffen werden. Gut, Haupthaus wird ja weiterhin angegriffen. Jetzt soll die Einheit angreifen und nicht das Gebäude. So. So, Rammböcke können jetzt auch ein bisschen, wo sie wollen. Also meinetwegen die Häuser zerstören. Und hier können auch die Häuser zerstört werden. Oh, und da kommt wohl jemand Größeres auf uns zu. Titanen sind, neben den Helden, die stärksten Kampfeinheiten im Spiel. Eine Basis kann mehr als einen Eingang haben. Wenn der Haupteingang, so wie in diesem Fall, durch Türme gut geschützt ist, lohnt es sich, nach einem Hintereingang zu suchen. Also schauen wir nach einem Hintereingang. Ich guck mal, hier ist die Basis. Ja, haben wir hier irgendwo einen Hintereingang? Hier geht's irgendwie lang. Hier unten. Da werden wir auch gleich mal nachschauen. Aber als erstes mal, Gebäude sind zerstört. Ach ne, hier ist noch ein Gebäude. Das Abrisskommando kommt. Werden wir mal mit allen zerstören. Und dann werden wir hier den südlichen Weg mal lang laufen. So, in der Zwischenzeit haben wir mehr als genug Ressourcen gesammelt. Den haben wir es gezeigt. Ja, schon. Aber ich denke, das war nur ein kleiner Außenposten bei so wenig Gegenwehr. So, Team 1 und 2 können schon mal zurücklaufen. In der Zwischenzeit schaue ich mich mal um. Die können ja hier reingehen, wenn sie wollen. Es bringt mir jetzt eh nichts. Das Fischerboot, das sammelt Nahrung ein. Und Holz habe ich genug erstmal. Und Stein habe ich auch erstmal genug. Ah. Wenn angegriffen. So, von der Schrotflinte getroffen worden. Sein Scharfschützenschuss noch. Wir müssen mal gucken auf unsere Einheiten. Die bekommen hier schon mächtig Schaden. Würde es am besten regeln. Kommen auch immer mehr Einheiten. Wie regeln wir das nun? Wo sind unsere drei Bauern, die hier drinnen sind? Können wir rausgehen? Was gibt's? Können hier noch einen Bunker errichten. Ich werde mal ein bisschen was aufsteigen lassen. Und zwar, wen steige ich auf?
Krieger können erstmal aufsteigen. Was? Und bevor ich die Einheiten verliere, wird sie noch aufgestiegen. Und dann werden wir auch gleich mal ein paar Bogenschützen bauen, die dort reingehen. 1, 2, 3. Die sollen gleich dahin gehen. So, Einheiten schon mal weg. Können zumindest in der Nähe bleiben. Und dann versuchen wir es mal. Wir ziehen eigentlich schon die Einheiten mal runter. Bogenschütze bereit. So, und die drei können mal wieder weggehen. Und die können. Ja, was sollen sie machen? Pfeile gespitzt und bereit. Holz habe ich genug erstmal. Stein habe ich genug. Schon unterwegs. Ja, sollen sie erstmal in Sicherheit bleiben. Oder meinetwegen hier reingehen. Pfeile gespitzt. Okay, und dann können unsere drei Bogenschütze hier rein. Und dann laufen wir mit unseren Einheiten eben hier unten entlang. Wir sollen ja nach einem. Nach einer Abkürzung suchen. So, Kohle ist schon ein bisschen angeschlagen. Aber jedes Mal, wenn ich einen Held eine Stufe aufsteigen lasse, also wenn ich Kohle auf die vierte Stufe bringen würde, dann würde er sich auch Reihe noch machen. Und von oben kommen jetzt ein paar gegnerische Einheiten. Die können eigentlich weggehen. Die bringen überhaupt nichts gegen die Einheiten. Spezialfähigkeit beim Ausnutzen. Mal schauen, vielleicht müssen wir Kohl auch gleich mal eine Stufe aufsteigen lassen. Okay, das war's auch. Marston ist neutral, brauchen wir nicht angreifen. Sonst könnten wir hier noch diese auf Stufe 1 mit Kriegern ausfüllen. Genau. Das ist der Nebenweg. Und hier haben wir irgendwie. Quest bringen sie Einheiten hier in der Nähe. Gucken wir mal, was passiert da. Wow, Halloween. Fehlen nur noch Süßigkeiten und Geschenke. Da lässt sich was machen. Ja, schau doch mal, da drüben. Die Kiste. Na los! Da haben wir nämlich jetzt unser drittes Artefakt gefunden. Das kann Bela nehmen. Und was ist es für ein Artefakt? Erhöht die Rüstungswerte der Einheiten. Okay. Und hier werden wir anscheinend gleich wieder angegriffen. Von sogar mehr Einheiten. Dann werde ich das mal so machen, ich werde wirklich Krieger der Stufe 1 produzieren und willst du mir hier hinschicken. So. Mehr kann ich nicht bauen aufgrund weniger Häuser. Dann sollen meine Bauern mal wieder rausgehen und die können wieder eine Hütte bauen. Gut. Meine Einheiten sind hier unten. Relativ nah an dem zweiten Tor von denen. Nicht so verteidigt ist. Auch mal die Rammböcken erschicken. Ja, mal gucken, wie sich die Krieger schlagen. Der Bunker ist schon fast zerstört. Den nächsten Krieger gleich bauen. Kann ich ausfüllen damit. Ja, ich hoffe, die können auch ein bisschen hier rausschießen.
ist ein bisschen was zu tun. Ich will jetzt nicht gleich angreifen hier. Solange ich hier bei mir was zu tun habe. Gut, jetzt sind unsere Bogenschützen natürlich im Nahkampf wesentlich schlechter. Sieht er schlecht für die aus? Vielleicht kann ich die noch ein bisschen zurückschieben. Dass ich die ein bisschen retten kann. Doch gleich mal ein aufsteigen lassen. Hält er sich natürlich und wird stärker. Gut, die Angriffswelle haben wir überlebt. Die Krieger werde ich auch gleich wieder reinschicken. Und ja. Ich würde mal sagen, das war's für heute und nächstes Mal werden wir hier in Angriff folgen. Es werden schon, kommen jetzt schon ein paar Leute raus. Und das war's für heute für dieses Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Let's Play Power World. Dann fangen wir hier an.